Gläser bleiben nach dem Spülvorgang nass und müssen trocken gewischt werden? Dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende ansehen. Beginnen wir mit den leichten Fällen, wo nur einzelne Tropfen auf dem Geschirr zu finden sind. Hierfür können das Fehlen von Klarspüler, eine zu geringe Klarspülmenge, die Verwendung von Multitabs oder ein kaputter Ventilator der Zusatztrocknung verantwortlich sein. Leicht zu beheben ist natürlich das Fehlen von Klarspüler. Der ist wichtig, da er maßgeblich für die Trocknung verantwortlich ist. Das Nachfüllen sollte aber keine Probleme bereiten. Ist hingegen die eingestellte Klarspülmenge zu gering, erfährst du in diesem Video, wie du die Menge erhöhst. Ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du einen ökologischen Klarspüler verwendest, musst du die Klarspülmenge in der Regel um 1 bis 2 Einstellungen anheben. Verwendest du hingegen Multitabs, lohnt sich der Umstieg auf normales Spülmittel, Salz und Klarspüler. Das verbessert nicht nur die Spülleistung, sondern spart auch bares Geld. Fällt hingegen der Ventilator der Zusatztrocknung aus, so macht sich das durch das Ausbleiben der sonst üblichen Gebläsegeräusche bemerkbar. Ist hingegen das Geschirr nach dem Spülvorgang wirklich nass, dann könnte dafür ein Programm ohne Trocknung, ein defektes Thermostat, eine kaputte Heizung, kaputte Ventile der Wassertasche oder ein zu heißer Heißwasseranschluss verantwortlich sein. Lassen wir das Programm ohne Trocknung mal weg und wenden uns den zumeist technischen Defekten zu. Eine defekte Heizung oder ein defektes Thermostat haben eine nicht unwesentliche Auswirkung. Der Geschirrspüler und auch das Geschirr bleiben kalt. Somit ist klar, dass auch die Trocknung nicht funktionieren kann. Die Behebung dieser Defekte ist zwar nicht mehr ganz so einfach, an die Entsorgung muss man aber trotzdem noch nicht denken. Eine weitere Ursache, warum das Geschirr nicht mehr trocknet, hat mit der seitlichen Wassertasche zu tun. Denn kann diese nicht mehr mit kaltem Wasser befüllt werden, dann kann die feuchtwarme Luft nirgends kondensieren und das Geschirr bleibt nass. Dann sind entweder die Ventile oder die Wassertasche verstopft und müssen getauscht werden. Ähnliches passiert, wenn die Maschine am Warmwasseranschluss angeschlossen ist und zu heißes Wasser die seitliche Wassertasche füllt. Auch dann kann das Geschirr aufgrund fehlender Kondensation nicht abtrocknen. Wenn das Geschirr also nicht trocken wird, ist meist nicht viel mehr zu tun, als ein paar kleine Stellschrauben zu drehen. Seltener liegt ein echter Gerätedefekt vor, der in den meisten Fällen auch selbst behoben werden kann. Hat dir das Video gefallen? Freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, Daibook abonnieren.